Der liegt im Bett, so stinkt mit der Hand am Arsch. Ja. Wo der sich wieder rumtreibt, du immer dasselbe, weißt du das? Der ist nie hier. Der ist ja wie ich nie hier. Wie mein Konto, das ist auch nie hier. Das ist doch gucke. Junge, 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 Junge. Kannst du dich über pumpen, so ein paar Tausend so? Carsten hat gerade gesagt, er trägt kein Job, er trägt Johanning. Das habe ich auch. Habe ich übernommen, Job. Da hat ein bisschen Kohle, was er da haben wollte. Ich sag, komm, Job, der kriegst du. Kannst du noch mal was gönnen auf deine alten Tage. Und dann hast du meinen Stempel genommen. So, immer. Das ist doch ganz da. Das klingt doch immer so schön, weißt du? Katsch. Das klingt so, wenn ich deinen Stempel hier drauf, das klingt immer so nach Katsching. Katsching. Und das Problem ist, irgendwann mal so ein halbes Jahr später, 400.000 auf dem Konto, ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Na, kommst du alle um die Ecke. Hast du damit mit zu tun? Nein. Vergoldet komplett. Nein. Und dann du, ja, dann ist das aus. Dann muss ich wohl für irgendwas ausgegeben haben, wenn es das so und tschüss, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist doch das Schlimme, du. Das sind die Unterschiede. Das sind die Unterschiede. Bin ich doch ein armer Hans Wurst, du ehrlich, du. Katastrophe ist das. Und verdammt nochmal, wo ist Nico eigentlich? Das gibt's aber auch wirklich nicht. Jedes Mal, wenn du hier bist, ist der nicht da. Das gibt's ja wirklich gar nicht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Unterlassungsklage. Ja, das stimmt natürlich allerdings. Ne? Das war wenig eine. Aus den Augen, aus den Sehnen. Ja, weg damit. Ich habe nichts gesehen. Mit Scheuklappen laufen hier rum. Katastrophe. So, was willst du denn jetzt? Was ist denn so passiert so am Wochenende? Also mein Wochenende war stinklangweilig. Wieso? Wieso? Was soll man denn machen an solchen Tagen, ne? Es war ein regnerisch, Motorradfahren konnte es nicht. Nichts konnte man machen. Den ganzen Tag und jeden Tag dreimal, war auch kein Spaß. Wäre auch immer langweilig, weil so ein Spaß kommt, wäre auch immer langweilig. Jetzt soll mal was anderes sehen. Entschuldigung, direkt das war jetzt auch, ja. Und direkt wieder die Koffer vor der Tür. Wie kann man sich nur wie du in jedem Video so die Scheiße reiten zu Hause? Ach, das stimmt doch. Ich weiß meine Frau ja mit um. Die weiß das ja, was ich meine. Mhm, absolut ernst. Weißt du, was ich hasse? Mhm. Dass der grundsätzlich am 28., 29. und am 30. schon alles immer abgebucht wird vom Konto. Dann sieht das immer so schlecht aus. Aber ich habe ja deinen Stempel. Holen wir das mal wieder, was noch fehlt. Oh, jetzt haben wir gar nicht. Ich kann mir das Konto aufmachen und umbuchen. Das ist ja einfach. Mensch. Ja, das ist ja einfach. Du brauchst hier eigentlich wegschwenken, hier die Scheiße. Der von Kev braucht erstmal die neue Anschrift. Wo wohnt der jetzt eigentlich? In Schiffelde. Seit wann denn? Seit Anfang an. Ach, das ist ja toll zu wissen, dass ich sowas aufweist, seit ich mal seine richtige Anschrift habe und nicht alle 100.000 Briefe, die ich ihm seit Anbeginn, seit Anglitz der Zeit geschickt habe, alle wiedergekriegt habe von der Post. So ein Stapel voll. Der ist leider verzogen. Ja, der ist leider verzogen. Ist ja schön, dass der verzogen ist. Da weiß ich aber nichts von, dass der verzogen ist. Da muss man mir mal mitteilen, da kriegt er die richtige Adresse, da kann die Post auch an der richtigen Stelle hin. Weil, ach, Montagmorgen, du weißt ja, ich habe gerade schon gesagt, es ist schon so früh hier schon wieder. Ich möchte mich auch gar nicht drüber aufregen schon wieder. Nicht? Der Kaffee ist auch schon wieder kalt. Ich könnte wahnsinnig. Weißt du, ich habe auch nichts zu lachen, weißt du? Ich habe nichts zu lachen hier. Bin ich nicht. Habe ich ja nicht. Und dann sitzt du hier. Nimmst du noch dein letztes bisschen Hoffnung, dann hast du noch und das verfliegt, wenn ich draußen höre. Dann sitze ich hier so eingekauert und denke, das bin ich doch ein armer Hans Wurst. Wie kann das angehen? Da kommt der goldene Ferrari schon wieder hochgefahren. Ne? Wie kann es angehen? Oder ist das mittlerweile ein anderer? Ja, das ist bei dir ja auch so. Du wächst dann auch wie unter Hosen, ne? Schlimm, oder? Ja. Ja, machst du wie dein Kumpel hinten. Wo kommen wir noch weg? Berlin, Hamburg, kommen wir noch weg. Wer?
Klima. Ja, so noch eine Klinke seid ihr noch alle, oder? Nein, jetzt hat er keine Freunde mehr. Jetzt hat sich alles schon distanziert. Alles abgegriffen, distanziert. Also toll, du brauchst die Kamera nicht wegschwenken. Hier bleiben noch mehr Themen. So. Jetzt gibt es einen Rundumschlag gegen Wilke. Ich pack aus. Oder ich darf euch eben umbuchen. Buch mal eben um. Von Finn zu Wilke zu mir. Darf keinen erzählen. Bin Spaß muss auch sein, ne? Wenn wir das mal so könnten. Aber wir können das nicht. Wir sind ja leider auch zu ehrlich. Der ganze Zettel ist voll mit Sachen zu bezahlen. Da steht oben drauf fällige Rechnung. Ja. Und hier liegt noch ein Packen. Zu den Rot. Hier können wir hier. Wie sie freut. Was sagt ihr? Wie sie freut hier. Da ist so gesehen, dass der Wasserwagen von Förch waren für 1000 Euro. Ja. Also. Was haben wir gekauft? Ja. Hörki von Wolfgang? Ja. Für 1000 Euro Wasserwagen? Sag ich dir doch ganz dicht oder was? Hier für euch tatsächlich. Hier. 861 Euro. Ja, die waren noch extra lang. Extra lang, die ziehe ich ihnen sowas von um die Ohren. Hier, Werder Bremen ruft auch schon wieder. Die haben mich auch lieb. Was wollte ich jetzt eigentlich? Wolfgang. Schick mir das für Bilder hier. Wolfgang, mal meinen hier. Oh, das kann alles nicht warten. Wolfgang! Den habe ich gar nicht eingespeichert, oder Wolfgang? Ach, da, den Kalle von Malle. So habe ich eingespeichert. Ja, den Kalle von Malle. Du, Kalle von Malle, Wolfgang, bist du noch ganz dick? Du verkaufst für 1000 Euro Wasserwagen. Ich habe 10 Stück bestellt und die nicht vergoldet oder vor Silber oder mit einem Brillanten drauf. Bist du noch ganz dicht oder was? 1000 Euro für 10 Wasserwagen, die holst du gefälligst wieder ab. Ich kann doch alle wieder einpacken, in dein Golf stecken und die sonst wohin kann. Aber ich kaufe doch nicht für 1000 Euro 10 Wasserwagen. Hast du das Schaden oder was? Ich wäre da gar nicht hingekommen. Ich wäre so ein gutherziger Michael. Ich hätte das einfach mal bezahlt. Und dann wäre das Thema wieder durch gewesen. Ich habe gedacht, da ist noch ein bisschen was mehr drauf. Ein bisschen Kaffeebohnen oder irgendwie so eine Scheiße, weißt du? Aber doch nicht so ein Müll. Du hast es doch nicht alle, Junge. Wolfgang! Modersmaus, ich wollte mich nicht mehr aufregen. Ich muss immer die Tablette nehmen. Jetzt alles. Wenn ich mal hier mein Schatzfach ran hier. Hier. Ja, lass. Geh das mal an hier. Welche nehmen wir denn heute? Die kann ich wohl nehmen. Die ist gut. Die ist braun. Hier ist eine braune Farbe dran. Schon wieder leer. Katastrophe, ey. Nee, die wollte ich gar nicht nehmen. Die wollte ich nehmen. Hier, die nehme ich. Ja, ich kann auch beide nehmen, ist auch egal. Nee, die stopp mir da wieder rein. So. Von hier rein. Und die sind auch sehr, 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 sehr gut. Ne? Ah, die sind für. Sind die wirklich scheiße? Das hast du schon mal erzählt. Ja, scheiße, ich denke gar nicht. Nee, die sind auch für was anderes gut. Du. So, eine Tablette jetzt mit kaltem Kaffee. Mhm. Du lebst auch diesen gesunden Lifestyle, ne? Hier, bei Wolfgang ist nicht mal zwei Haken dran. Das heißt, er schläft noch. Auf Montagmorgen, mitten in Deutschland, um 9:30 schläft er noch. Aber wenn man so ein Promi-Vertreter ist, der jeden Tag ja auch für zig hunderttausende Euros verkauft, der braucht ja auch nicht früh aufstehen, ne? Nicht so wie unser einer. Ruf ihn doch mal an. Hör ich mal am Arsch. Der kann ja auch mal, das ist okay. Kalle von Malle. Weißt du, mit wem wir lange keinen Stress hatten? Nee, jetzt immer. Mit Peter. Wo ist der eigentlich? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und gehört. Das stimmt. Peter muss eigentlich auch mal wieder her, ne? Kerl! Da. Wo wollte er mal rufen? Kalle von Malle. Hermann Pleiß? Der ist hier. Der geht doch nicht mehr am Telefon ran. Glaubst du das? Hermann Pleiß nicht? Der, du. Wolfgang. Ob der anruft, ne? Ja, den habe ich gerade am Telefon. Da war so ein anderer Affe dran. Ach, Wolfgang ist ja auch gar nicht da! Der ist ja gar nicht da, der ist im Urlaub!
Stimmt ja, und damit geht er auch nicht ran. Da ich gesagt, oh, da geht ja so ein anderer Affe dran. Da hat er sein Telefon umgestellt, an ihn, deinen Kollegen. Ja gut, das stimmt, hier ist schon mal dran. Jetzt ist Matthias, der Höhe. Sag grad dich, du Idiot, oder was? Penner. Das wollte ich gar nicht. Wo ist Wolfgang denn? Du, der ist irgendwo hingeflogen. Wo ist er hingeflogen, noch Wolfgang? Jamaika. Weiß ich nicht, Griechenland. Ja, Kuba soll die Cola abholen. Nee, aber... Bestimmt Griechenland. Griechenland ist hingeflogen, genau, richtig, stimmt, Kurs. Der fliegt doch genau. Mal irgendwo nach. Außerdem darf ich eure Telefone alle gar nicht mehr im Ohr haben. Ich habe schon alle so Ohrschmerzen und Ohrmilben und all so einen Scheiß habe ich schon. Du gib mir mal eh die Pfeife da. Er macht gerade Musik. Die Umstellmusik. Wie damals auch die Ritter des Rechts. Die Bösen gehen dir schlecht. Da lacht er mal. Da lacht er mal nur. Oder Gummibären. Sie hüpfen hier und dort und überall. Hermann ist für dich da, wenn du ihn brauchst. Ja, Hermann, wir haben Spaß. Hauptsache, Baugenehmigung kriegen wir alle nicht, aber Hauptsache, wir haben Spaß. Und erstellen Rechnung. Und erstellen Rechnung, pünktlich. Das kriege ich immer per Mail, du. Und nur ausdrucken und bezahlen. Ja, vorausschauen kriege ich einen Tag vorher, ja. Ja, ich. Ja.